RWE will ab Herbst 2018 im Hambacher Wald wieder roden. Und wir wissen aber aus einer Antwort der Landesregierung, dass das wirklich technisch gesehen noch gar nicht notwendig ist. Denn von der aktuellen Abbaukante bis zum Hambacher Wald ist noch sehr viel Platz und Zeit. 150 Hektar bleiben, bevor der Hambacher Wald wirklich erreicht wird. Und wir finden, dass solange in Berlin die Große Koalition mit ihrer Kohlekommission darüber verhandelt, wie und wann ein Kohleausstieg passiert, darf hier wirklich nicht einfach vollendete Tatsachen geschaffen werden. Denn es kann ja sein, dass die Kohlekommission auch zu dem Ergebnis kommt, dass beispielsweise der Hambacher Wald gar nicht mehr abgebaggert werden muss, RWE aber schon gerodet hat, dann ist dieser Naturschatz wirklich für immer verloren und das für nichts.